Sehr geehrte Bürger Deutschlands, in den kommenden Tagen wird das Europäische Parlament über den weiteren Verbleib von ACTA entscheiden. In den letzten Monaten haben in Europa Millionen Menschen verschiedenster Herkunft, Religion und Alters gegen ACTA demonstriert, sodass inzwischen alle beteiligten Ausschüsse empfohlen haben, ACTA nicht zu ratifizieren. Falls sich das Europäische Parlament gegen das Abkommen entscheiden sollte, bedeutet das jedoch nicht, dass ACTA endgültig vom Tisch ist, denn inzwischen hat sich der Kommissar für den Handelsausschuss Georg de Bucht mit folgenden Worten geäußert: Ein negatives Votum wird das Verfahren vor dem Gerichtshof nicht beenden. In diesem Fall werden wir einen zweiten Antrag auf Genehmigung an das Europäische Parlament stellen. Ob das Parlament das in dieser oder nächster Wahlperiode betrachten wird, liegt an Ihnen, auch Karel de Gucht. Mitglied der Europäischen Kommission, ist dieser Meinung. Im Klartext heißt das also, dass man von Seiten der EU-Kommission so lange über ACTA abstimmen lassen würde, bis der Vertrag angenommen wäre. Deshalb warnen wir hiermit jeden deutschen Bürger, falls ACTA vom Europäischen Parlament abgelehnt wird, jeder weiterhin ein Auge auf ACTA haben sollte. Denn wenn das Abkommen unter einem anderen Namen und einer anderen Struktur erneut zur Abstimmung kommt, müssen wir wieder aktiv werden und die Europäische Kommission in die Schranken weisen. Bleibt wachsam, Brüder und Schwestern, denn solange ACTA nicht vollständig vom Tisch ist, muss jeder einzelne von uns den Widerstand aufrechterhalten. Wir sind Unanimous, wir sind viel, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.